Man kann in Tramin wirklich von einem Kellerderby sprechen, denn die Hausherren liegen derzeit auf dem enttäuschenden 12. Tabellenplatz. Gegner Naturn ist gar nur 15. und somit vorletzter. Bei Tramin ist Abwehrchef Stefan Rellich gesperrt. Außerdem fehlen die Verletzten Cagliari, Rabensteiner und Obrist. Naturns Trainer Harald Kiem kann hingegen aus dem Vollen schöpfen. Für ihn ist es heute eine Rückkehr, denn vor genau 16 Jahren spielte er eine Saison für die Unterlandler. Ich habe da wirklich ein Jahr gespielt, aber ich habe mich so wohl gefühlt. Und danach ist halt die Distanz ein bisschen gewesen, dann hat man halt anders entschieden. Aber wirklich ein super Traditionsverein und ich habe mich wirklich da wohl gefühlt. Für mich ist es auch wieder fein gewesen, da herzukommen. Ja. Tramin, traditionell in Schwarz-Weiß, gibt von Beginn an den Ton an. 9. Spielminute, Doppelpass zwischen Alex Pfitscher und Max Dalpiaz. Die erste Chance für den 24-jährigen langgewachsenen Stürmer. Sein Schuss ist aber zu ungenau. Nur 2 Minuten später der erste Eckball für die Hausherren, getreten von Max Dalpiaz. Dominik Albrecht klärt im Tor von Naturns mit den Fäusten. Tramin greift im Minutentakt an, setzt die Naturnzer Verteidigung arg unter Druck. Der herrliche Lochpass von Raphael Pomella auf Stefan Fritscher, knapp daneben. Pomella und Fritscher, beide sind erst 18, gehören aber schon zu den Leistungsträgern in Tramin. Dann gleich noch einmal der lange Pass von Raphael Pomella auf Stefan Fritscher. Der spielt in die Mitte zu Bogdan Ungureanu, das 1:0. Endlich der erste Treffer des 31-jährigen wuchtigen Rumänen im Traminer Trikot. Er ist ja im Sommer von Obermais gekommen, bei den beiden letzten Saisonen 15 Mal getroffen hat. Tramin gibt sich mit dieser Führung jedoch nicht zufrieden, greift weiter an wie eine Dampfwalze. Alec Pfitscher präsentiert sich allein vor Albrecht, der Naturnzer Schlussmann wehrt ab und zeichnet sich gleich darauf auch noch auf diesen Abschluss von Ungureanu aus. Dann kommt das Leder zu Kapitän Simon Greif, der hat aber Pech und trifft nur die Querlatte. Da müssen sich die Finchkopf bei ihrem Torhüter Dominik Albrecht bedanken. Mit 2 Glanzparaden behält er seine Mannschaft im Spiel. In der 18. Minute setzt sich Pfitscher gegen Matthias Kufler durch. Dann der Pass in die Mitte, wo Gregor Hofer gerade noch in die Ecke retten kann. Tramin zündet in dieser Anfangsphase ein wahres Feuerwerk. Und es geht in diesem Ton weiter. Max Dalpiaz zieht ab, schießt jedoch in den 3. Stock. Kurz vor der Pause diese Flanke von Stefan Fritscher auf Pfitscher, die 2. Querlatte für die Traminer. Danach rettet Matthias Kufler auf Dalpiaz. Nach Kapitän Simon Greif scheitert auch Alex Pfitscher am Aluminium. Die letzte Aktion in der ersten Hälfte, Raphael Pomella, der Sohn von Trainer Hugo Pomella, im Doppelpass mit Ungureanu. Dann sieht er im Strafraum Stefan Fritscher. Der Kopfball geht aber knapp ins Aus. So bleibt es nach 45 Minuten beim knappen 1:0 für Tramin. Die Unterlandler spielen sich zahlreiche Chancen heraus, sind aber nicht imstande, sie zu Toren umzumünzen. Auch die 2. Halbzeit beginnt mit den Hausherren im Angriff. Freistoß Bernstich, Pfitscher spielt zu Ungureanu. Der Rumäne lenkt mit der Ferse weiter zu Dalpiaz. Albrecht muss schon wieder seine Mannschaft retten. Tramin zieht hier ein echtes Spektakel ab. Auf den ersten Angriff der Gäste muss man bis zur 50. Minute warten. Matthias Kufler spielt Mattia Lopresti frei. Schiedsrichter Tonini pfeift aber ab, da der Naturnzer Stürmer im Abseits stand. Gleich darauf hat Lopresti nach diesem Pass von Thomas Nischler die nächste Chance, verstolpert sie aber kläglich. Danach übernimmt wieder Tramin das Kommando. Kevin Tarnella verrechnet sich in der Gästeabwehr. Für Alex Pfitscher öffnet sich eine Autobahn. Der Traminer Stürmer versucht es aber mit diesem Distanzschuss, jedoch ohne Erfolg. In der 69. Minute Freistoß für die Hausherren. Den führt Kapitän Greif aus auf Stefan Fritscher. Der nimmt den Ball herrlich an, schießt auch direkt, verfehlt jedoch das Tor der Naturnzer. Jetzt läuft es wieder so richtig bei den Gastgebern. Ungureanu zu Pfitscher, der setzt am rechten Flügel Simon Di Sartori ein. Stefan Fritscher bringt jedoch den Ball nicht mehr im gegnerischen Tor unter. Danach der nächste Freistoß für Tramin, eine ideale Distanz für Spezialist Simon Greif. Der Kapitän nimmt Maß, hat aber wieder nicht das Glück auf seiner Seite. Zum 3. Mal rettet die Querlatte die Naturnzer. Unglaublich, wie viele Chancen heute Tramin vergibt. Und so geht es weiter. Diesmal versucht es Max Dalpiaz aus Spitzenwinkel. Albrecht passt aber auf. Die Naturnzer Nummer 1 heute sicherlich der Beste in seinem Team. Und wir sind schon in der letzten Spielminute und wir wissen ja, dass den Traminern heuer die Schlussminuten überhaupt nicht bekommen. Sowohl gegen Arco als auch gegen Rotaliana haben sie in der Nachspielzeit wichtige Punkte liegen lassen. Hier haben sie Glück, dass Lopresti im Abseits steht.
Naturns glaubt aber noch an seine Chance. Der eingewechselte Rudi Marcadella führt die Ecke aus auf den Kopf von Kapitän Matthias Bär und der trifft zum 1:1. Was für eine kalte Dusche für Tramin. Wieder kostet den Unterlandler ein später Gegentreffer wichtige Punkte. Bär macht es aber sehr gut. Es ist übrigens erst sein zweites Tor überhaupt für Naturns. Den ersten Treffer erzielt er vor 6 Jahren gegen Albiano. Es bleibt schließlich beim 1:1 Unentschieden für Tramin eine Riesenenttäuschung. Naturns hingegen freut sich über einen ganz, ganz wichtigen Punkt, nicht nur für die Tabelle, sondern auch für die Moral. Extrem wichtig für die Moral. Wir seien auf dem Boden gewesen, moralisch, wo mein Sieg es geht. Also Kopf hochhalten, weiter und Gas geben. Ich bin enttäuscht, nicht verärgert. Wir haben alles gegeben. Wir hatten sehr viele Torschancen, haben sie aber nicht genutzt. In der 93. Minute haben wir dann das Gegentor bekommen. Das ist jetzt das dritte Mal, dass uns das passiert. Aber was sollen wir tun? Es muss weitergehen. Niente, è andata così, dobbiamo andare avanti.